So! Wunderbar, könnt ihr mich alle hören? Nee. Wer sagt nee? Ich. Komm hierher. Ich habe Mikro an, da darf ich nicht so laut reden. Hörst du jetzt besser? Jawohl. Ja, boah, guck mal hier. Hast du gedient? Jawohl. Sehr gut. Wer hat alles gedient? Hier. Was mit dir? Jawohl. Ja, dann heb die Hand. Ach, hast nicht gedient? Raus. Mein wunderbarer Ausbilder Schmidt, mein Name. Herzlich willkommen zur Comedy-Brauerei-Führung. Wir werden hoffentlich eine Menge Spaß haben, uns ein paar Sachen angucken. Und nach unserer kleinen Führung geht es noch ins Brauhaus. Da gibt es was zu essen, was zu trinken. Und dann noch ein bisschen Unterhaltung mit Ausbilder Schmidt. Das bin ich. Die Kirner Privatbrauerei hat im Jahr 2017 erstmals eine Comedy-Brauereiführung angeboten. Mit einer Mischung aus Information und Humor hat der Comedy-Künstler Holger Müller aus Idar-Oberstein die Besucher durch die verschiedenen Stationen der Brauerei geführt. An drei Stationen, nämlich im Sudhaus, im Gärkeller und bei der Abfüllung, wurde Halt gemacht. Neben den Informationen zur Brauerei sollte der Spaß für die Besucher natürlich im Vordergrund stehen. Also ich habe natürlich mir mit ein paar Sachen befasst von der Brauerei, bin jetzt aber natürlich kein Brauer, und es ist auch so, bei der Comedy-Brauereiführung wollen die Leute in erster Linie Spaß haben und natürlich ein paar Sachen erfahren über die Brauerei, aber eben nicht studieren. Deswegen reißen wir jetzt auch ein paar inhaltliche Sachen nur an. Es geht in erster Linie um viel Spaß. Improvisation, ich weiß selber nie so genau, was passiert. Gucken, was die Luschen so hergeben. Jetzt ging ich die schlammigen Treppen zur Friedhofsgruft hinunter. Ich trat auf einen Frosch. Ich trat auf eine Katze. Ich trat auf einen Fisch. Verarscht. Und ich trat auf ein Käuzchen. Applaus für Frank Käuzchen tot. Entstanden ist die Idee einer Comedy-Brauerei-Führung nach dem Erfolg der im Jahr 2016 gestarteten Kirner Kneipentour und den von Holger Müller organisierten Comedy-Busfahrten in Ostfriesland. Also ich hatte mit den Kirnern mich mal getroffen. Wir hatten ja vorab diese Kirner Kneipenshow gemacht, sehr erfolgreich, auch in 20 verschiedenen Kneipen mit verschiedenen Künstlern. Und da ist in den Gesprächen und im Brainstorming entstanden, dass wir mal so eine Brauereiführung machen. Und da hatte ich das Konzept entwickelt, weil ich selber in Ostfriesland, da habe ich ein kleines Theater und mache ich so eine kleine Lachbustour. Und das war so der Grundstein für die Idee, mal eine Führung etwas anders zu machen. Um es mit den Worten von Luise Kuschinski zu sagen, scheiß die Wandern, ist dann lecker. Nein, ihr dürft auch gleich probieren. Ich muss ja meine Stimme etwas ölen. Ja, hier sind wir im Gärkeller. Ihr seht hier Fässer. Wir haben hier 16 Stück, und das ist natürlich nur ein Teil der Fässer, was ihr seht. Die sind 11 Meter hoch. Die gehen noch richtig hoch rein. Da oben können wir leider nicht hochgehen. Gut, dann würde ich sagen, die ersten stehen schon da. Habe ich schon gesagt, es geht los? Komm mal her. Ja. So, jetzt machst du erstmal Meldung. Hast du zugehört eben? Ja. Genau, also, hast du gedient oder nicht gedient? Nein. Gut, dann sagst du Lusche und dann deinen Vornamen. Und ich grüße den Ausbilder. Lusche, Florian, ich grüße den Ausbilder. Geht doch! Applaus für den jungen Mann hier! Als Ausbilder Schmidt ist Holger Müller auch mit einem Tourprogramm unterwegs. Bei der Comedy-Brauereiführung sollen jedoch nur wenige Elemente aus diesem Programm eingebaut werden. Stattdessen will der Ausbilder mehr mit dem Publikum arbeiten. Es sind ein paar Säulen natürlich aus meinem Programm, die ich abgebe, aber eben das Hauptding ist die Improvisation, ja, mit den Leuten, die Situation, dass man mit den Leuten durch die Brauerei geht. Da passieren an sich schon genug Sachen, und das ist was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber das ist, was ich immer sage, ist gerade, ihr Männer könnt auch mal wieder anfangen, Kante zu zeigen. Es gibt so ein paar Übungen, die könnt ihr alle machen zu Hause. Zum Beispiel mal nicht einer alten Oma über die Straße helfen, aber die Gehhilfe schon mal mitnehmen. Macht das mal, ja. Oder leih dir am Wochenende einen Porsche Cayenne aus, machst du hinten Aufkleber drauf, Hauptschule 86, geht doch, jawohl. Oder jetzt guck mal, bei diesem Wetter, wo du nicht weißt, was gibt's hier, mach dir mal den Spaß, stell dir den Wecker morgen auf 4:30 und geh mit einer Schneeschaufel über den Bürgersteig drüber. Alle Rollläden gehen hoch,
Hat's geschneit? Nö, hat einfach Bock zu. Ja. Aus einer Idee mit nur 2 Aufführungen, exklusiv für die Mitglieder aus dem Kinderbierclub, könnte sich für die Zukunft auch eine regelmäßige Veranstaltung daraus entwickeln. Wir haben heute, glaube ich, die 6. und morgen die 7. Brauereiführung wegen der großen Nachfrage. Geplant waren nur 2 Stück. Es ist ja auch nur begrenzt, die Teilnehmerzahl. Wir können nur 50 bis 60 Leute mitnehmen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch 2018 noch die ein oder andere Brauereiführung in Kirn machen. Ist ja alles kaputt beim Bund. Alles kaputt. Kaputte G36, schlechte Ausrüstung, gefälschter CO2-Ausstoß beim Panzer Leopard 2. Und das bisschen, was da ist, wird dank Ursula nach Umweltgesichtspunkten modernisiert. Demnächst fährt mein Panzer mit Solarstrom. Die Türken lachen uns aus. Sie sagen, nachts greift der Deutsche nicht an. Muss keine Angst haben. Ja. Die Ursula glaubt heute noch, der Russe wird uns niemals mit seinen Panzern angreifen, weil denen ihre Panzer keine grüne Plakette haben. Demnächst bekommen wir Pfefferspray für den Nahkampfeinsatz. Da, du böser Feind. Und da habe ich überlegt, ob des Friedens willen, die Armee muss doch wieder was ausstrahlen. Ne? Guck mal, wir waren doch hier, kalter Krieg, 500.000 Mann stark. Deswegen bin ich 1982 mit 17 Jahren direkt nach der 5. Klasse zum Bund.